bitte Dr. Knauer von St. Gallen, dass er die Moderation übernimmt für den ersten Block, wo es um prophylaktische Mastektomie und auch prophylaktische Maßnahmen beim genetischen Mammakarzinom geht. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Christoph, vielen Dank für die Einladung. Und normalerweise sage ich hier, schön, dass alle gekommen sind, trotz des hervorragenden Wetters. Das ist heute nicht so, also keiner hat eine Ausrede, nicht zu kommen heute. Und wir haben im ersten Block geht es um die prophylaktische Mastektomie, ein sehr spannendes Thema. Es ist mehr und mehr fast allgegenwärtig, möchte ich sagen. Und die Sprecher werden alles abdecken, von der Indikation über die Techniken, über die Art der Rekonstruktion bis hin zum Follow-up in der Bildgebung. Und ich möchte als erste Sprecherin Frau Katharina Leunig hier aus Zürich bitten, um hier zu sprechen, nicht nur über die Indikation, sondern auch, wann ist es gerechtfertigt. Das ist ja schon ein bisschen mehr als vielleicht nur, wann ist es indiziert. Bitte sehr. Vielen Dank für die Einführung. Die prophylaktische Mastektomie heißt ja übersetzt eigentlich Brustkrebs vorbeugende oder verhindernde Entfernung der Brustdrüse. Bei dieser Operation wird ja die Drüse entfernt, die Haut und also die Brustwarze verbleiben ja. Und unterhalb der Haut wird auch immer ein gewisser Drüsenanteil zurückgelassen, weswegen eigentlich für diese Operation der Begriff risikoreduzierende Mastektomie eigentlich korrekter ist. Dr. Tausch wird ja nachher in seinem Vortrag noch darüber sprechen. Jetzt, wann ist eine prophylaktische oder risikoreduzierende Mastektomie gerechtfertigt? Rechtfertigung hat verschiedene Aspekte. Der wichtigste ist natürlich die medizinischen Aspekte, die effektiven Krebsrisiken. Wir haben aber auch immer mit psychologischen Aspekten, dem Angst vor Krebs. Unsere Patientinnen haben vielleicht jemand Nahestehendes mit Brustkrebs begleitet oder sogar verloren. Dann sind auch immer mehr und wichtige auch ökonomische Aspekte. Jetzt in meinem Vortrag möchte ich auf diese fünf Punkte, auf diese Indikationen näher eingehen und jeweils an Beispielen besprechen, ob eine risikoreduzierende Mastektomie gerechtfertigt ist. Das wichtigste Thema ist die genetische Prädisposition für Brustkrebs in dieser Situation. Wir unterscheiden Gene mit hoher Penetranz, Gene mit mäßiger oder moderater Penetranz und niedrig penetrante Brustkrebsgene. Dann das zweite Thema ist die hohe familiäre Belastung ohne nachgewiesene Mutation, wenn ein Gentest unauffällig ausgefallen ist. Dann möchte ich besprechen, ob eine risikoreduzierende Mastektomie bei Risikoläsionen, bei den B3-Befunden indiziert ist. Und dann noch ganz kurz auf die Mantelfeldbestrahlung und die Angst vor Brustkrebs ohne vorliegende Risikofaktoren eingehen. Das erste Beispiel zur genetischen Prädisposition für Brustkrebs bei Genen mit hoher Penetranz. Das ist eine Familie, ein Vier-Generationen-Stammbaum. Diese Patientin kommt zur genetischen Beratung, weil ihre Mutter sehr jung, 39-jährig, an Brustkrebs erkrankt ist und dann kurz daraufhin auch noch an Eierstockkrebs. Sie ist dann auch in den Folgen dieser Erkrankung verstorben. Auch die Tante, also die Schwester der Mutter, ist jung an einem Eierstockkrebs erkrankt. Also diese Konstellation, das Vorkommen von Brust- und Eierstockkrebs bei nahen Verwandten oder sogar bei der gleichen Person ist sehr suggestiv für das Vorliegen einer BRCA-Mutation. Die Mutter konnten wir nicht mehr abklären, die ist gestorben. Wir haben also die Abklärung bei der Schwester der Mutter begonnen und sie hat eine BRCA-Mutation, die ihre Nichte von ihrer Mutter geerbt hat. Also wir haben jetzt es mit einer jungen, gesunden BRCA1-Mutationsträgerin zu tun. Jetzt, was bedeutet das für Sie? Wenn wir noch mal kurz zusammenfassen, das Wichtigste zum hereditären Brust- und Ovarialkarzinom-Syndrom, wo ja die BRCA1 und 2 Mutation dazugehört, das ist das häufigste Brustkrebs-Syndrom, das wir kennen. Es ist eben mit sehr hohen Brust- und Eierstockkrebsrisiken vergesellschaftet. Es wird autosomal dominant vererbt, das heißt, Männer und Frauen sind gleich häufig betroffen. Es besteht eine 50-prozentige Chance der Vererbung und es gibt gewisse Bevölkerungsgruppen, die besonders häufig davon betroffen sind. Das sind die Aschkenasi-Juden, die haben diese Mutation 10-mal häufiger.
Jetzt, was für Krebsrisiken ist unsere Patientin ausgesetzt? Sie hat ein sehr hohes Brustkrebsrisiko von 80%, also das ist das Lifetime-Lebenszeitrisiko. Sie hat auch sehr hohe Eierstockkrebsrisiken von 40-50%. Und das Pankreaskarzinomrisiko ist etwas erhöht. Für die BRCA2-Mutation sind die Brustkrebsrisiken ähnlich hoch, das Ovarialkarzinomrisiko etwas niedriger. Sie haben auch erhöhte Pankreaskarzinomrisiken und etwas erhöhte Risiken für Melanom. Unsere Patientin hat sich für eine risikoreduzierende Mastektomie entschieden. Sie hat dadurch ihr Brustkrebsrisiko um 95% reduziert. Sie hat auch die brustkrebsbezogene Mortalität reduziert. Also sie hat aus dieser Operation einen klaren Nutzen. Es profitieren eben genau diese jungen, gesunden Mutationsträgerinnen am meisten von solchen Operationen, dass sie auch das längste oder das größte Lifetime-Risk haben. Also sie hat einen Nutzen aus dieser Operation, aber das Überleben, das Overall Survival, ist gegenüber diesen Patientinnen, die lediglich eine intensivierte Vorsorge machen, nicht verbessert. Jetzt, was sagen die Guidelines? Die deutschen S3-Leitlinien, die amerikanischen NCCN-Guidelines sagen, bilateral mastectomy should be offered. Ich denke, alle sind sich einig, hier ist eine risikoreduzierende Mastektomie aufgrund von den medizinischen Aspekten, also den hohen Krebsrisiken, dem psychologischen Aspekt, sie hat ihre Mutter jung verloren und auch natürlich aus ökonomischen Aspekten gerechtfertigt und ist auch eine Pflichtleistung der Krankenkasse. Sie müssen für die ganzen Operationskosten und auch allgemeinen Folgekosten aufkommen. Dann gibt es weitere Brustkrebsgene mit hoher Penetranz, die ähnlich hohe Brustkrebsrisiken haben wie die BRCA-Mutation. Ich möchte nur ganz kurz die wichtigsten erwähnen. Das ist diese TP53, das Li-Fraumeni-Syndrom, die P10-Mutation, das CDH1 und die STK11-Mutation. Insgesamt sind diese anderen Brustkrebsgene mit hoher Penetranz sehr selten. Sie machen jeweils weniger wie 1% aller Brustkrebsgene aus. Sie sind mit vielen anderen Krebserkrankungen assoziiert. Das sind sehr auffällige Stammbäume, sehr auffällige Familien, wo viele Familienmitglieder erkrankt sind, viele auch jung verstorben. Und wie gesagt, es bestehen ähnlich hohe Brustkrebs-Lifetime-Risk wie für BRCA. Hier ist aus den gleichen Gründen eine risikoreduzierende Mastektomie gerechtfertigt, aber sie stellt keine Pflichtleistung für die Krankenkasse dar. Jetzt ein Beispiel zu Brustkrebsgenen mit moderater oder mäßiger Penetranz. Hier wieder ein Stammbaum einer Familie über 4 Generationen. Das ist die Ratsuchende, die Patientin, die kommt, weil diesmal ihr Vater an Brustkrebs erkrankt ist und auch die Großmutter relativ jung. Wenn Männer in einer Familie Brustkrebs haben, ist das immer auffällig und ein Grund für eine genetische Abklärung. Wir haben den Vater getestet. Er hat eine CHEK2-Mutation, die er auch an seine Tochter weitervererbt hat. Jetzt, was bedeutet diese CHEK2-Mutation für diese Frau? Die CHEK2-Mutation gehört zu den Brustkrebsgenen mit mäßiger Penetranz. Sie haben auch erhöhte Brustkrebsrisiken, nicht ganz so hoch, aber immer noch beachtlich, ein Lifetime-Risk von 30-50%. Sie machen etwas weniger wie die Hälfte der Brustkrebsgene aus. Daneben ist auch noch die PALB2-Mutation, die ATM-Mutation und die BRIP1-Mutation, die da dazugehört. Wie gesagt, wir finden sie relativ häufig. Es ist eine rasch wachsende Gruppe, es kommen immer neue Gene dazu. Wir finden solche Gene mit moderater Penetranz, seit wir Multigentests, solche Panel-Tests durchführen. Das Lifetime-Risk ist eben, wie gesagt, zwischen 30-50%. Es gibt keine Studien bzw. klaren Empfehlungen, Guidelines für die weitere Behandlung. Es ist deswegen eine relative Indikation für eine risikoreduzierende Mastektomie aufgrund der hohen Krebsrisiken, aber es gibt keine Studien, die einen Benefit belegen. Das ist so eine Tabelle von Myriad. Auf der linken Seite sehen wir die,
die Brustkrebsgene, die bei so einer Multigentestung untersucht werden. In der Mitte sind die damit verbundenen Krebsrisiken aufgeführt und auf der rechten Seite die Empfehlungen. Ich wollte nur ganz kurz hier auf diese Gruppe der moderat penetranten Brustkrebsgene eingehen und zeigen, was hier empfohlen wird. Die Myriad empfehlen Consider Mastektomie based on family history. Also muss immer individuell anhand der Familiengeschichte besprochen werden. Dann die Gene mit Brustkrebsgene mit niedriger Penetranz, eine große Gruppe mit nur leicht erhöhten Brustkrebsrisiken, sind diese Single Nucleotide Polymorphismen oder SNAPs genannt. Die klinische Bedeutung dieser SNAPs ist derzeit unklar. Sie werden auch auf den Gentestresultaten nicht erwähnt. Es besteht keine Indikation für eine risikoreduzierende Mastektomie. Hier eine Zusammenstellung nochmal von diesen ganzen Brustkrebsgenen. Unten in dem roten Kreis diese SNAPs, die häufigste und Gruppe mit den niedrigsten Brustkrebsrisiken. In der Mitte die moderat penetranten Brustkrebsgene und hier die hochpenetranten mit den hohen Brustkrebsrisiken. Zusammengefasst für die genetische Prädisposition kann gesagt werden, dass für Hochpenetrante eine risikoreduzierende Mastektomie indiziert ist und gerechtfertigt ist. Für die mäßig Penetranten ist sie relativ gerechtfertigt, das heißt, wir müssen es immer individuell besprechen, und für die niedrig Penetranten gibt es keine Indikation. Das nächste Thema, die hohe familiäre Belastung für Brustkrebs, wenn keine Mutation vorliegt. Wir haben wieder eine Familie über 4 Generationen, das ist die Patientin, die zur Beratung kommt, weil ihre Mutter und eigentlich all ihre weiblichen Verwandten mütterlicherseits an Brustkrebs erkrankt sind und viele auch daran verstorben sind, zum Teil auch sehr jung, diese Cousine hier ist sehr jung verstorben. Jetzt, was bedeutet das für diese Patientin? Wir haben die Abklärung bei ihrer Mutter begonnen oder gemacht, und bei ihr war der Multigentest unauffällig, man hat keine Mutation gefunden. Jetzt, was heißt das für diese Frau, wenn wir diese Familienstammbaum in das BRCA-Pro-Modell eingeben, ergibt sich für diese 40-jährige Patientin lediglich ein Lifetime-Risk von 26%. Wir haben es hier also mit einer großen Gruppe noch unbekannter Gene zu tun. Wir müssen die Risikokalkulation immer in Abhängigkeit der Familienanamnese besprechen. Und hier gibt es auch eine relative Indikation für eine risikoreduzierende Mastektomie aufgrund dieser hohen Familienanamnese und dieser auch psychischen Belastung belasteten Frau. Unsere Patientin aus dem Beispiel hat sich bis jetzt noch nicht für eine Operation entscheiden können. Sie macht regelmäßige, also eine intensivierte Vorsorge. Dann das dritte Thema, die Risikoläsionen oder B3-Befunde. Ein Beispiel dazu, eine 50-jährige Patientin hat wegen suspekten Mikroverkalkungen eine Stereotaxie, es kommt eine FEA raus, eine B3-Läsion. Wegen einem ausgedehnten Befund und aus Angst einer Unterschätzung wird eine Segmentresektion durchgeführt, die histologisch eine ADH ergibt, eine B4-Läsion. Die ist im Gesunden entfernt, die Mikroverkalkungen sind weg, aber knapp ein Jahr später bildet sich eine erneute suspekte Gruppe an gleicher Stelle. Sie hat wieder eine Stereotaxie, wieder eine FEA. Unsere Patientin entscheidet sich für eine risikoreduzierende Mastektomie. Ist das jetzt gerechtfertigt? Wenn wir diese Gegebenheiten, also das Alter, die Anzahl Biopsien, die Risikoläsionen, die Familienanamnese, die bei einer Mutation vorliegt, in dieses Breast Cancer Risk Assessment Tool eingeben, ergibt sich für diese Patientin ein Risiko von 39%. Jetzt, was sagt die Literatur? In etwa das Gleiche, für die ADH wird ein Brustkrebsrisiko von 30% angegeben, für die FEA von 10-20%, für die lobuläre Neoplasie sogar von 35%, Papillome haben ein 2- bis 5-fach erhöhtes Risiko und die radiäre Narbe von 7%.
Also eigentlich aufgrund medizinischer Aspekte ist hier keine Indikation für eine risikoreduzierende Mastektomie. Aber ich denke, die Entscheidung unserer Patientin kann man nachvollziehen und rechtfertigen aufgrund, also sie hatte innerhalb eines Jahres 2 Stereotaxien, 1 Operation, 3 Risikoläsionen. Ich denke, aufgrund psychologischer Aspekte und wahrscheinlich auch aus ökonomischen ist hier die Entscheidung nachvollziehbar. Jetzt noch ganz kurz zur Mantelfeldbestrahlung. Wenn eine Patientin in der Kindheit wegen Lymphom eine Thoraxwandbestrahlung bekommen hat, hat sie auch deutlich erhöhte Brustkrebsrisiken. Es besteht hier ebenfalls eine relative Indikation für eine risikoreduzierende Mastektomie. Diese Brustkrebsrisiken sind jetzt etwas schwer zu erkennen, aber man sieht hier auf der X-Achse das Alter, auf der Y-Achse die Brustkrebsrisiken und diese beiden oberen Kurven, die graue Kurve entspricht den Brustkrebsrisiken bei BRCA-Mutation und die blaue den Risiken nach Mantelfeldbestrahlung. Die sind praktisch deckungsgleich, also diese Risiken sind ähnlich hoch wie für die BRCA-Mutation. Dann noch das Letzte, ganz kurz, die Angst vor Brustkrebs ohne Risikofaktoren. Wir alle kennen Patientinnen mit Karzinophobie. Ich denke, hier besteht natürlich keine Indikation für eine risikoreduzierende Mastektomie. Aber manchmal drängen die Patientinnen und da braucht es eine besonders gute Aufklärung, auch ein gutes Abwägen der Nutzen und Risiken. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine klare Indikation bezüglich Nutzen gibt es nur für die BRCA-Mutation und es ist auch die einzige klare Pflichtleistung der Krankenkasse. Es braucht immer eine ausführliche und individuelle Beratung über Nutzen und Risiken. Dann die EUSOMA, diese Gesellschaft, die Brustzentren zertifiziert, fordert sogar eine psychologische Beratung, also dass eine psychologische Beratung zumindest den Patienten vor der Operation angeboten wird, um allfällige Körperbildstörungen, Störungen Sexualität zu besprechen. Bei uns im Brustzentrum macht das Frau Doktor, diese Gespräche Frau Dr. Sarrazin. Also die Indikation muss immer in Abhängigkeit von der Mutation, von der Familienanamnese, vom Alter der Patientin und natürlich von den Wünschen der Patientin abhängig gemacht werden. Vielen Dank.